Wir sind hier im Vereinsheim des Fußballclubs Preußen Espelkamp mit dem Präsidenten des Vereins, mit Dr. Oliver Vogt. Herr Vogt möchte in den Bundestag einziehen, hier im Wahlkreis Minden-Lübbecke 1. Er ist Kandidat der CDU. Ja, Herr Vogt, Sie haben ja was ganz Tolles hingestellt mit Ihrem Sportzentrum und hier mit dem Vereinsheim. Ehrenamt für Sie neben der Politik. Ist das machbar, wenn Sie in den Bundestag einziehen? Also ich denke schon, Ehrenamt ist für mich ganz, ganz besonders wichtig, denn davon lebt unsere Gesellschaft, von Ehrenamtlichen. Und es ist auch wichtig, dass man, wenn man sich Ziele setzt, auch im Ehrenamt, dass man diese Ziele hartnäckig verfolgt und auch umsetzt. Der Wahlkreis wird zum ländlichen Raum gezählt, obwohl es natürlich hier auch mit den Städten Minden, Espelkamp, Porta-Westfalica, gibt es natürlich schon urbane Strukturen, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist der ländliche Raum natürlich auch ein starkes Thema für die CDU. In ganz Ostwestfalen-Lippe ist das auch ihr starkes Thema im Wahlkampf und beschäftigt die Leute am meisten dann Digitalisierung, Breitband. Wie nehmen Sie das wahr? Also ich nehme das schon wahr, dass die Menschen hier im ländlichen Raum sehr daran interessiert sind, dass sie nicht zu Bürgern zweiter Klasse werden. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Anliegen, was ich im Wahlkampf verfolge und dann auch als möglicher Abgeordneter für den Mühlenkreis in Berlin erreichen möchte. Und natürlich, das haben Sie gerade angesprochen, ist das Thema Digitalisierung hier sehr, sehr wichtig. Denn hier sind wir in den letzten Jahren viel zu langsam gewesen, gerade was die Bereiche des ländlichen Raums betrifft. Breitbandausbau, ganz, ganz wichtig, insbesondere, dass wir hier schnelles Internet bekommen, damit Homeoffice durchgeführt werden kann, damit unsere mittelständischen Unternehmen keinen Wettbewerbsnachteil hier im ländlichen Raum haben und damit sich junge Familien auch hier in unseren Dörfern wieder ansiedeln. Vielen Dank, Herr Dr. Vogt. Gerne.